So, jetzt sind wir hier beim Stand von Stroke Sports und ich muss schon sagen, hier ist ja richtig was los. Kicker, Dart, Billard und neben mir steht Peter Herzog. Und wie läuft's bei Stroke Sports? Ach, fast schon eine überflüssige Frage, wenn ich hier die ganze Action sehe. Das wollte ich gerade eben sagen. Also Sie sehen selber, dass da entsprechend der Action auf dem Stand ist. Das ist auch ein bisschen so das Konzept, dass er die Eventierung da von den Besuchern auch da ist, dass sie also auch ein bisschen hier gebunden sind und sich beschäftigt fühlen. Denn hier sind natürlich Geräte, die sie dann im Heimbereich nicht so haben. Also auch zum Beispiel dieser XXL-Kicker, der also immer gern angenommen wird. Der spielt also den ganzen Tag kontinuierlich. Das habe ich schon gesehen. Das ist ein Kicker, der hat wie viele Stangen, wo da eine ganze Mannschaft kann gegen eine andere Mannschaft spielen? Für 8 Spieler ist der Kicker. Den vermieten wir auch über unsere Eventmodule, über Mietkicker.com. Kann man also Kicker auch mieten und dort ist er auch mit drin. Und für irgendwelche Firmenfeiern oder spezielle Anlässe werden solche Kicker dann gemietet. Und ich sehe es immer noch, obwohl ich jetzt im vierten Jahr hier bin, es gibt mir immer noch viele Leute, die haben den Kicker noch gar nicht gesehen. Ja, das ist richtig. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und ich sehe also Kicker, ich sehe Dart, ich sehe Billard. Wo liegt der Schwerpunkt? Also wir kommen natürlich, wir sind ja die Firma InStroke, wir kommen aus dem Kücherbau heraus. Und da der Markt über den Dollarkurs uns etwas weggebrochen ist, weil der Wechselkurs etwas viel schlechter wurde seit dem Jahreswechsel, haben wir dann Jahrhundertwechsel. Tausendwechsel, ja, exakt. Haben wir im Prinzip uns breiter aufgestellt auch und sind auch früher schon etwas mehr im Billardbereich und im Dartbereich gewesen. Das haben wir aber etwas offensiver gemacht. Sind jetzt auch dann im Kickerbereich noch, haben es ausgeweitet, auch mit dem eben genannten Mietkicker-Modul. Und sind da einfach breit aufgestellt, regional als auch überregional und immer noch international auch über unsere Köcher. Okay, dann hoffe ich auf noch weitere schöne Messetage. Ich glaube, ich brauche gar nicht fragen, wie gut die Messe läuft, denn es scheint offensichtlich zu sein, dass es gut ist. Also noch weitere schöne Messetage und vielen Dank. Dann danke ich Ihnen auch schön.